Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, inwiefern die AfD von der Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten profitiert. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Für die AfD und für die Altparteien auch. Es geht nun darum, wer die Zeit besser für sich nutzen kann. Wenn die AfD bei 15% stagniert, dann wird die AfD verlieren. Der Verfassungsschutz wird die AfD als Verdachtsfall erklären und die Reden werden auf YouTube nicht mehr zu sehen sein irgendwann. Das heißt, im Grunde wie dann Inhalte gesperrt werden, die angeblich den Nutzungsbedingungen nicht entsprechen, so werden dann die AfD-Reden auch gesperrt werden. Das ist meine starke Vermutung. Darauf werden die Altparteien und die Medien oder wer da alles dahinter sitzt, aber das sind ja viele Leute, die werden darauf hinarbeiten. In der Berichterstattung wird die AfD völlig ausgeblendet. Ich habe gerade eben Markus Lanz gesehen. Es gab, glaube ich, keinen einzigen O-Ton von einem AfD-Politiker. Durch die Wahl werden aber vielleicht Leute neugierig sein. Und sie werden vielleicht auch bei YouTube Patrioten, YouTuber finden. Ich denke da an viele verschlafene CDU-Wähler. Sie werden vielleicht neugierig sein und werden auch endlich AfD-Leute hören wollen. Und jeder, der sich mit den alternativen Medien beschäftigt, der Patrioten-YouTuber findet, der wird natürlich AfD wählen. Der wird aufwachen und wird aus dieser Blase, befreit werden. Man muss sich ja immer hineinversetzen in die Leute, die tagtäglich gesagt bekommen, die AfD sind rechtsradikal, die sind ganz schlimm. Und die Medien, die probieren es ja so weit zu treiben, dass die Leute die AfD gar nicht mehr hören wollen. Dass es einfach klar ist, dass es völlig klar ist, dass allein durch Wiederholung klar ist, das sind Rechtsradikale, da muss man sich gar nicht mehr mit befassen. Und genau durch die Wahl von Kemmerich wird das vielleicht ein bisschen aufgebrochen. Dass die Leute eben sich doch YouTube angucken, sich mit der AfD beschäftigen und sie dann zwangsläufig wählen. Weil jeder, der, sag ich mal, das Gute für Deutschland will und sich ein bisschen mit der AfD beschäftigt, der wird natürlich die Schlussfolgerung haben, dass man AfD wählen muss. Die anderen, was die anderen machen, Energiepolitik, Asylpolitik, das ist ja der blanke Wahnsinn. Das ist ja, führt ja in den Abgrund. Und wer sich ein paar AfD-Reden hört oder sich ein bisschen damit beschäftigt, ein bisschen im Internet auf freie Medien trifft, dem wird das bald einleuchten. Die Linksradikalen wissen darüber Bescheid. Sie wollen Deutschland in den Abgrund führen. Um die geht es nicht. Die wird man nie überzeugen können. Oder die wird man nur überzeugen können, wenn sie das Gefühl haben, wenn sie dieses Machtgefühl verlieren, dass sie... Also, die haben ja momentan das Gefühl, die viele AfD-Leute denken, die Linken sind dumm, oder AfD-Sympathisanten denken, die Linken sind dumm. Dabei verarschen die Linken die AfD-Sympathisanten. Die haben einfach nur andere Ziele. Die AfD-Leute gehen von der falschen Prämisse aus, dass Wohlstand und ein gutes Zusammenleben das einzige Ziel von Menschen ist. Es gibt eben auch andere, finstere Ziele. Man muss akzeptieren, dass diese Leute nicht dumm sind und Ziele verfolgen. Ich habe ja schon andere Videos gemacht, wodurch hoffentlich eindeutig klar wird, dass diese Leute nicht dumm sind. Jedenfalls, es ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Und hier, wenn die AfD die kritische Masse von 20-25% überschreitet, dann haben die anderen verloren. Aber wenn sie bei 15% bleiben oder weniger oder ja, vielleicht sogar wieder ein bisschen abnehmen, dann haben die anderen gewonnen. Irgendwann werden die anderen probieren, die AfD zum Verdachtsfall zu erklären und die Reden auf YouTube zu sperren. Dann, denke ich, hat die AfD endgültig verloren. Das können die anderen aber nur machen, wenn man das der Bevölkerung vermitteln kann. Und wenn die AfD 25% hat, dann ist es nicht mehr vermittelbar, die AfD auf YouTube zu sperren. Wenn die AfD aber bei 15% bleibt, und sie wird zum Verdachtsfall erklärt und dann vielleicht als rechtsradikal eingestuft, dann ist es vermittelbar, dass YouTube und andere die AfD aussperren.
Und das ist natürlich das Ziel, wo die anderen darauf hinarbeiten. Die Patrioten, YouTuber, die AfD-Leute, der AfD-Fraktion Bundestag kriegt ja immer mehr Abonnenten. Und andere Kanäle der AfD, die Landesverbände, die haben ja regen Zulauf. Es ist also ein Wettrennen gegen die Zeit. Und jetzt konnte die AfD ein paar Punkte machen. Wie es jetzt in Thüringen weitergeht, das wird sich zeigen. Natürlich war es ein super Schachzug von Höcke, wie er das hingekriegt hat. Sehr, sehr gut und sehr geschickt gemacht von Höcke. Also ich finde sowieso, dass Höcke die letzten Jahre eine super Figur abgibt. Ich finde es sehr angenehm, ihn in Interviews zu hören. Und wahrscheinlich auch deshalb probieren ihn die Medien und die Altparteien umso mehr schlecht zu machen. Weil Höcke stark ist. Pazderski und auch Meuthen lassen sich meiner Meinung nach von den Medien und Altparteien instrumentalisieren. Auch, dass sie selber sich als mäßig erachten und Höcke und die anderen als ja, dann eher rechts. Das ist schon ein Trick von den Medien, einen Spaltpilz in die AfD zu setzen. Es ist ein Fehler, sich selbst als gemäßigt, was soll das denn heißen? Gemäßigt ist ein falsches Schema, dass dann die anderen schlecht sind und man selber ist gemäßigt. Das ist schon ein schlechtes Denkschema. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe, wie immer. Macht's gut.